Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. In früheren Videos haben wir uns angesehen, wie man ein Bild mit Midjourney und seinen Alternativen erstellt. Aber wussten Sie, dass künstliche Intelligenz nicht nur dazu verwendet werden kann, ein Bild zu erstellen, sondern auch, um Ihr Skript in Form eines Videos mit einem Schauspieler, der es spricht, nachzubilden? Diese Technologien eröffnen viele Möglichkeiten für die Erstellung von Inhalten wie Präsentationen, Videorezensionen, Werbespots und vieles mehr. Sie ermöglichen es Ihnen, Textinhalte in ein interessantes und attraktives Format zu verwandeln, die Zuschauer zu fesseln und die Wirksamkeit der Kommunikation zu erhöhen, da die statt Buchstaben einen Schauspieler auf dem Bildschirm sehen. Mit dem Aufkommen dieser Möglichkeiten wird die Arbeit mit Inhalten immer einfacher und es wird weniger Zeit für die Erstellung von Inhalten ausgewendet. Deshalb werde ich Ihnen heute verschiedene neuronale Netze vorstellen, mit denen Sie ein Video nur mit Text erstellen können. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internetbrowserverlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem, von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Das erste, das wir verwenden werden, ist Hagen. Diese Ressource ist kostenpflichtig. In der Testversion erhalten Sie eine Minute Zeit, um ein kostenloses Video zu erstellen, was einem Kredit entspricht. Wenn Sie ein paar Minuten kostenlos erstellen möchten, gehen Sie auf die Registerkaste Geschenk in der unteren linken Ecke und sehen Sie, dass Sie für jede Person, die sich über unseren Link registriert, eine Minute mehr zum Erstellen erhalten und wenn Sie einen Tarif gekauft hat, dann 3 Minuten. Die Kredits werden erst berechnet, wenn das Video gerendert wird, was sehr praktisch ist. Aber vorher, wenn das Video noch nicht gerendert ist und Sie nur den Text eingeben, den Sie brauchen, können Sie die Vorschau nicht sehen, nämlich die Mimik und die Bewegungen des Schauspielers. Rufen Sie zunächst den Browser Ihres Computers auf und geben Sie Hagen ein. Folgen Sie dem ersten Link und Sie werden auf die Hauptwebsite dieses neuronalen Netzwerks weitergeleitet. Klicken Sie auf Try Hagen for Free. Das Hauptreitfeld öffnet sich. Um sie zu nutzen, müssen wir uns registrieren, was mit einem Google-Konto geschehen kann. Dem Benutzer stehen mehrere Registerkarten zur Verfügung. Home, Template, Avatar, Video, Asset. Auf der Registerkarte Home können Sie entweder ein sprechendes Foto erstellen oder eines hochladen. Probieren wir beide Optionen aus. Klicken Sie auf Sprechendes Foto generieren. Wir sehen, dass wir eine Angabeaufforderung eingeben müssen, um unseren Avatar zu erstellen und klicken Sie auf Erzeugen. Wir haben 4 Optionen für unseren Avatar. Wählen Sie diejenige, die Ihnen gefällt und fahren Sie fort. Klicken Sie auf den Avatar und klicken Sie auf Video erstellen. Wir haben den GPT-Chat gebeten, um einen kleinen Text zu schreiben, also gehen wir ihn ein. Wählen Sie die Lesegeschwindigkeit und die Sprache des Schauspielers aus und klicken Sie dann auf Senden.
warten Sie auf die Wiedergabe des Videos und die E-Mail-Benachrichtigung. In mir stecken hunderte von Kabel und Drähten, die ein einzigartiges Wissensnetz bilden. Meine Neuronen entsprechen einer Symphonie, in der sich die Welle der Intelligenz in die grenzenlose Weite der Planeten ergehen. Ich bin MIT der Fähigkeit ausgestattet, die Signalen, die zu mir kommen, zu fühlen und zu verstehen und zu interpretieren. Sie können Hagen auch verwenden, um Ihr eigenes Foto zum Leben zu erwecken. Klicken Sie dazu auf Upload Token Foto und wählen Sie eine Datei aus Ihrem PC-Ordner. Und nun machen Sie dasselbe wie mit dem generierten Avatar. Schreiben Sie einen Text dazu. Wählen Sie eine Stimme und das Tempo der Unterhaltung. Klicken Sie auf Submit und warten Sie, bis das Video gerendert ist. Danach erhalten Sie einen Link in Ihrer E-Mail, über den Sie das erstellte Video auf Ihrem PC herunterladen können. Über den Link wird auch eine Vorschau verfügbar sein. In mir stecken hunderte von Kabeln und Drähten, die ein einzigartiges Wissensnetz bilden. Meine Neuronen entsprechen einer Symphonie, in der sich die Welle der Intelligenz in die grenzenlose Weiten der Planeten ergehen. Ich bin MIT der Fähigkeit ausgestattet, die Signale, die zu mir kommen, zu fühlen und zu verstehen und zu interpretieren. Auf der Registerkarte Vorlage sehen Sie Beispiele und Vorlagen, die Ihnen zeigen, was Sie mit Hagen alles machen können. Auf der Registerkarte Avatar sehen Sie eine Liste von Avataren und wenn Sie einen Tarifplan erworben haben, können Sie Videos in 4K-Qualität erstellen und es stehen 134 Varianten von Schauspielern zur Verfügung. Sie können Ihre Projekte und fertigen Videos auf der Registerkarte Video ansehen. Hier erstelle ich ein Video mit Text und einem vorgefertigten Schauspieler mit Hagen. Um ein Video mit einem Schauspieler zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Video erstellen. Sie werden aufgefordert, ein Videoformat zu wählen, horizontal oder vertikal. Wählen Sie das gewünschte Format und fahren Sie fort. Die Benutzeroberfläche ist recht einfach und intuitiv. Wir haben eine Zeitleiste, einen Video betrachtet und die Schaltfläche Add Speech. Wir wählen einen Darsteller für unser Video aus, wählen einen Bildplan und der Darsteller kann vergrößert und verkleinert werden. Sie können auch eine Hintergrundfarbe auswählen. Wir fügen unseren Text hinzu. Wenn Sie auf die Flagge unten rechts klicken, können Sie die Sprache auswählen, die der Schauspieler sprechen soll. Verwenden Sie die Parameter Tonhöhe und Geschwindigkeit und den Ton der Stimme, um die Geschwindigkeit des Textes zu ändern, falls gewünscht. Klicken Sie auf Submit und unser Video wird gerendert. Danach erhalten Sie einen Link mit der fertigen Video an Ihre E-Mail-Adresse, den Sie auf Ihren PC herunterladen und abspielen können. Schauen wir uns das Ergebnis an. In mir stecken hunderte von Kabeln und Drähten, die ein einzigartiges Wissensnetz bilden. Meine Neuronen entsprechen einer Symphonie, in der sich die Welle der Intelligenz in die grenzenlose Weiten der Planeten ergehen. Ich bin MIT der Fähigkeit ausgestattet, die Signale, die zu mir kommen, zu fühlen und zu verstehen und zu interpretieren. Wie Sie sehen können, ist das Video recht hochwertig und lebendig geworden. Wenn man die Person im Video nicht persönlich kennt und nicht weiß, dass es mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt wurde, wird man nicht sofort vermuten, dass es sich nicht um ein echtes Video handelt. Der Dienst hat definitiv seine Daseinberechtigung und wird bei der Erstellung von Videos sehr nützlich sein. Ich werde den Link zu Hagen in der Beschreibung lassen. Gibt es Alternativen? Hagen hat Alternativen genau wie jeder andere Dienst. Ich werde nichts im Detail auf sie eingeben, aber ich werde Ihnen eine davon zeigen, zum Beispiel
Array.io. Gehen Sie auf die Website von Array.io und registrieren Sie sich. Wir haben die Möglichkeit, ein einminütiges Video und mehr als 25 Avatare zu erstellen, aus denen wir kostenlos auswählen können und dann wird es bezahlt. Wie Sie sehen können, gibt es hier vier Funktionen und wir müssen ein Video erstellen. Klicken Sie auf Neues Video erstellen in der oberen rechten Ecke und Sie sehen eine ziemlich einfache Schnittstelle. Fügen Sie den Text in das entsprechende Feld ein. In unserem Fall haben wir ChatGPT gebeten, einen kurzen Text zu schreiben, der von dem Schauspieler vorgelesen werden soll. Klicken Sie auf die Schaltfläche Render und warten Sie, bis die E-Mail an Sie gesendet wird. Viele Menschen nutzen im Alltag künstliche Intelligenz, ohne sich dessen bewusst zu sein. Sie steckt in unseren Smartphones, die unsere Sprachbefehle erkennen, in den Empfehlungen auf Streaming-Plattformen und in Systemen, die unsere Einkäufe vorhersagen. Die künstliche Intelligenz wirft jedoch auch Fragen und Herausforderungen auf. Wie können wir sicherstellen, dass diese Systeme auf ethische Weise genutzt werden? Wie sollen wir handeln, wenn künstliche Intelligenz Entscheidungen trifft? Wie können wir unsere Privatsphäre in einer Zeit schützen, in der Daten immer zugänglicher werden? Heute haben wir Dienste zur Erstellung von Videos, Anzeigen und allgemeinen Inhalten mit Hilfe eines neuralen Netzes geprüft. Hagen erfüllt seine Aufgabe zu 100%, hat eine schöne und übersichtliche Oberfläche, genügend Funktionen und Avatare, um Videos zu erstellen. Es ist sehr nützlich, wenn Sie eine Werbung oder eine Präsentation, ein Video für ein soziales Netzwerk und vieles mehr erstellen möchten, was Ihre Fantasie zulässt. Es gibt bereits verschiedene Optionen für neuronale Netze zur Videoerstellung, aber ich würde Hagen als Modell verwendet. Die mit Hagen erstellten Videos sind lebendiger und natürlicher, nicht so plastisch sozusagen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.